Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Skyforge. Es ist ein bisschen was passiert seit dem letzten Mal, wo ich gespielt habe. Ich habe ein paar, Aufträge durchgeführt, ich habe ein paar Quests gemacht und ich habe mich weiter hier auf dieser Invasionskarte, dem Wald von Lanbar, aufgehalten und habe mitgekämpft, so gut es halt ging, bei den anderen Göttern. Was soll ich sagen? Ich habe tatsächlich die Invasion von Lanbar abgeschlossen, also ich habe 100% geschafft, wie ihr da oben seht, ne, das leuchtet. Invasion von Lanbar geschafft. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was für Belohnungen ich bekomme, einerseits. Andererseits gab es auch ein Update und jetzt seht ihr schon bei den Missionen, es gibt etwas, das nennt sich Verbannung. Go to Tessa Temple, also gehe zum Tempel von Tessa. Tessa ist also zurückgekehrt, Tessa ist eine Göttin, die halt mit der Natur zu tun hatte. Und das ist jetzt wohl eine neue Questreihe oder etwas in der Richtung. Hier kann man es noch ein bisschen sehen. Es gibt hier so bestimmte, also man kann jetzt quasi für Tessa arbeiten. Wir können uns das später, wenn noch Zeit ist, angucken. Mal schauen. Auf jeden Fall kann man sich hier so vorarbeiten. Ich weiß nicht, wie schwierig das sein wird, hier auf 100 irgendwas zu kommen, um Tessas Geschenk zu bekommen, in dem verschiedene lustige Dinge drin sein können. Ne? Keimling, Waffe des Heimwandlers oder Heimwandlers etc. Apropos Heimwandler. Heimwandler ist eine neue Klasse, die jetzt ebenfalls kommen wird. Ich weiß nicht, ob ich euch das möglicherweise zeigen kann hier irgendwo. Da. Grove Walker. Also der Heimwandler. Das ist eine neue Klasse. So, Tessa ist back und so weiter und so fort. Das wird die neue Klasse sein. So eine Art Magier, Naturmagier. Ja, bin mal gespannt, wenn die ersten Leute dann so rumlaufen. Ich habe leider nicht genügend Tokens, um das freizuschalten. Ansonsten kann man es natürlich auch kaufen, ne? Ist ja klar. Und verschiedene Dinge bekommen. Na gut. So viel nur dazu. Also es gibt ein neues Update mit einer neuen Klasse und so weiter. Außerdem gibt es neue Waffen zu kaufen. Die kann man für Argens kaufen. Könnte ich machen. Die Frage ist, lohnt es sich? Also es sind Generation 12 Waffen. Es sind Generation 12 Waffen, wie man hier sieht. Für mich wären jetzt die hier Klauen der Bestie. Da reduziert deutlich den benötigten Schaden, um eine göttliche Waffe zu aktivieren. Lohnt sich das? Also die ist wahrscheinlich besser als meine jetzige. Ich kann ja mal... Na, und... Pam! Na, die Waffe wird geladen. Und los geht's. Der Planet wird angegriffen. Ja, das wollte ich jetzt aber gar nicht zeigen. Ich wollte eher auf Ausrüstung gehen. Die Pest wird kommen. Moment, ich mach mal kurz so. Ich glaube, dann habe ich eine bessere Überlebenschance. So. So habe ich, glaube ich, eine bessere Überlebenschance. Ja, ich wollte hier auf Ausrüstung gehen. Ich habe momentan als Hauptwaffe eine Generation 10 Waffe, die ich auch gekauft habe. Gesamtschaden 190%. Ich finde die eigentlich ganz gut, wegen den Sondereffekten, die sie hat. Ne? Dass man zum Gegner teleportiert wird und mehr Schaden machen kann und so weiter und so fort. Ich weiß also nicht, ob es sich lohnt, diese auszutauschen gegen die Generation 12 Waffe. Also wer sich von euch gut auskennt, der kann mir ja einen Tipp geben. So, was wollte ich noch machen? Ja, ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar, ich habe mich noch ein bisschen weiter mit der Invasion beschäftigt. Und zwar, so, da. Ich habe mal geguckt, was ich hier so alles machen kann. Außer Wald von Lanbar, wo ich mit den anderen mitkämpfe. Also was hiervon passt so auf meine Schwierigkeitsstufe? Und habe mir dann gesagt, okay, Flavius wollte von mir, dass ich das mache, eine helfende Hand. Also bin ich da reingegangen und habe hier gleich gesehen, Teamsuche. Teamsuche, ja, okay, das bedeutet normalerweise, bitte nicht allein machen. Ich bin trotzdem mal reingegangen und habe gesehen, die Monster waren alle Stufe 160. Und das war hart. Ich habe es dann trotzdem gemacht, hat ungefähr 2 Stunden gedauert und ich bin ungefähr 100 Mal gestorben. Und eigentlich habe
nicht ich das meiste gemacht, sondern die Wachen, die da rumstanden. Ich habe die Monster halt alle immer zu den Wachen gelockt und dann haben die Wachen und die Monster sich gegenseitig bekämpft. Und ich habe halt zwischendurch einmal so draufgeschlagen und habe dann natürlich auch Belohnungen bekommen. Also besonders bei den Bossmonstern. Da gab es dann schöne Belohnungen, die ich noch nicht aufgemacht habe. Das machen wir gleich. Auf jeden Fall habe ich die Karte dann durch diesen quasi Trick abgeschlossen. Zweimal habe ich mich zum Gott verwandelt. Das hat mir ein bisschen geholfen, aber gestorben bin ich trotzdem. Also war schon echt sehr, sehr hart. Aber ich habe mich da durchgekämpft. Innerhalb von 2 Stunden. Deshalb habe ich es auch nicht aufgenommen, weil ich dachte so, du wirst es ja eh abbrechen. Aber ich habe es am Ende nicht abgebrochen. Ich habe es durchgestanden. Naja. Und, aha, ein Nekromant ist hier in der Nähe. Ja. Von daher, ich würde mal sagen, jetzt machen wir mal die ganzen Sachen auf, die ich mir so verdient habe. Ne? Obwohl, hier können wir erstmal ein paar Sachen verkaufen. So, das war das. Und jetzt gucken wir mal, was wir so alles bekommen haben. Also erstmal diese Kisten, dann Tessas erster Segen. Oh. Den habe ich auch bekommen sofort. Ich habe Tessas ersten Segen bekommen. Na gut, dann fangen wir einfach mal an. Fangen wir einfach mal an mit dem Ganzen, was wir hier tun müssen. Holen wir uns erstmal hier die Belohnung für die Quester. So, Wald von Lanbar. So, 4 Kisten kriegen wir. Flavius Forschungen. Das müssen wir alles jetzt... Also, beseitige die Wirts. Okay, die Wirts sind jetzt hier überall. Da muss ich jetzt auch 100% schaffen. Na gut. Okay, die Pest läuft wohl gerade, ne? Ich kriege Schaden. Ja. So ist das besser mit der Pest. Gucken wir uns mal an, was wir hier schon mal so bekommen haben, ne? Also, was ist hier drin? Na? Aktion nicht verfügbar. Warum? Weil ich gerade im Kampf bin oder so? Ich könnte mir vorstellen, weil ich gerade im Kampf bin. Na gut. In dem Fall... Wenn wir im Kampf sind, dann gehen wir einmal kurz hier raus. Na. Alien. Zack, starten. Na, hopp. Rums. So, gehen wir mal hier so ein bisschen zur Seite, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Ja. Kaum will ich Ruhe haben, knattert da jemand mit seiner Pistole rum. So, okay. Irgendjemand liebt hier irgendjemanden anderen. Soll uns nicht interessieren. Ich will jetzt hier unsere Belohnungen endlich mal angucken. So, ein Ring Stufe 11. Das, oder Generation 11. Das finde ich sehr gut. Ein Ring fehlt mir nämlich noch in meiner Ausrüstung, ne? Haha. Na gut. Alles klar. Zack. Gleich 2 Stufen bekommen. Next. Schade, dass das nicht episch ist. Okay. Ich will nicht meckern. Ich will nicht meckern. Ein Rubin. Rubin habe ich auch noch nicht. Das finde ich ganz gut. Ausrüstungsbehälter. Oh, der ist sogar episch, ne? Ah. So, Amulett der Ewigkeit. Und noch ein Amulett der Ewigkeit. So, das ist ein Umhang, okay. Einmal kurz geguckt. Amulett der Ewigkeit. So kann man vergleichen, ne? Okay. Thank you.
So, na gut. Zack. Machen wir mal so. Styling Salon. Was haben wir hier Neues bekommen? Da. Ja. Wem's gefällt's. Ich denke mal, ich werde es nicht so benötigen. Ah, übrigens, hier habe ich jetzt so einen Reiter Verbannung. Das ist das mit dieser Tessa. Der ist neu dazugekommen. Ätherenergie. Oder Ätherenenergie. Ah, bin noch gespannt. So, weiter geht's mit der Tasche. Jetzt haben wir... Tessas Segen kommt zuletzt. Jetzt haben wir diese Truhen bekommen. Da ist drin, naja, Belohnung für Heldentat. Information über Feinde, Credits. Kannst ebenso erhalten, Reizmittel und Siegermedaillen. Na, gucken wir mal. Credits, super. Siegermedaille. 1000 Stück. Ja, danke. Credits. Und Credits. Na gut. Und jetzt Tessas Segen. Ich würde ja ganz gerne die Waffe haben. Ich habe bekommen Credits. So, ich guck mal hier. Na gut. Okay, machen wir weiter mit den Quests. Ich soll für Flavius was machen, richtig? Nein, die Adepten nicht. Ich soll... So, Flavius, Todesmeer. Forschungsfortschritt. Erlerne die Fähigkeit. You fill my heart with joy and hope. When I look at you, I believe that together we can defeat all enemies of Aelion. Ja, wie schön, dass du das so siehst. Okay, neue Quests annehmen. Zack. Du musst die Quests abschließen, um freizuschalten und so weiter. Was für Quests meint er damit? Todesmeer. Evakuierung. Mhm. Teamsuche. Ja, das wird so ähnlich wie eine helfende Hand. Ne? Das wird bestimmt nicht lustig für mich. Nein, das will ich nicht betreten. Feuer mit Feuer. Beseitige die Todesmeer. Okay, hier muss ich nur eine bestimmte Anzahl Todesmeer vernichten. Das lässt sich machen, aber das hier werde ich wahrscheinlich überspringen. Verbesserung für Ausrüstung. Oh, kann ich die Ausrüstung jetzt verbessern? Ausrüstung. You will need the best equipment, which can be found here. Check it out. Although, why don't you try getting your hands on some of it yourself? Adventures have two modes. In the easy one, monsters will be equal to you in strength or weaker. And in the difficult one, you will face enemies that are significantly stronger. But the equipment you have will also be much better. Aha. Also wenn man sich das Ganze schwer macht, kriegt man gutes Equipment. Und wenn man sich das Ganze leicht macht, dann halt nicht. So, Team. So, das, also diesen Ausrüstungstab hatte ich bisher nicht. Der zeigt mir an, was ich so machen kann. Mhm. 10 Mann. Ah ja. Interessant. Okay, das sind wohl wahrscheinlich die 10 Mann. Ja, die 10 Mann Gefechte. Oder Missionen. Und das sind die 5 Mann Missionen. Okay. Verstehe. Das ist übrigens hier das, was ich eigentlich auch noch machen will. Verbannung. Tessas Tempel. Ich weiß aber nicht, ob wir heute dazu kommen. Was wollte ich machen? So, Tasche. Gegenstandsverbesserung. Da haben wir es endlich. Das hatte ich bisher noch nicht. Alle Gegenstände, die ich so verbessern kann, sind hier jetzt wahrscheinlich drin. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert. Ich muss mir das etwas genauer angucken. Okay, ich brauche
reine Materie scheinbar. Ich habe 54. 15 brauche ich. So sehe ich das hier. Und verbessern kostet mich Credits. Und Attributswechsel kann ich auch noch machen. Die Frage ist, das ist ja jetzt alles Generation 11. Soll ich die überhaupt verbessern? Mit Generation 11? Oder lieber auf Generation 12 Gegenstände warten? Weil Generation 12 könnte ich ja jetzt kaufen bereits, diese Waffen. Also würde ich vermuten, dass es auch Generation 12 Gegenstände gibt. Über Tipps hierzu würde ich mich selbstverständlich freuen. Na gut, ich werde es jetzt nicht machen. Aha, okay, hier brauche ich andere Geschichten für. Ring der Ewigkeit. Ah, Qualität verbessern. Dadurch wird er wahrscheinlich von blau auf lila umspringen, oder? Plus ein zufälliges Attribut, plus ein zufälliges Attribut. Die haben eins mehr. Ja. Maximale Integrität. Okay, das heißt, den könnte ich jetzt verbessern. Und irgendwann könnte ich dann wahrscheinlich auch hier Qualität verbessern. Na, ich muss echt mal gucken, welchen Gegenstand ich nehme und wie ich den dann am Ende verbessere. Okay. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine ganze Menge neuer Optionen. So, Flavius will was von mir. Teste die Vorrichtung auf den Mechanoiden in der Ausgrabungsstätte Isola. Sprich mit Leonella im Park. Das sind einfache Geschichten, das werden wir am besten schnell mal hinter uns bringen. So, Park am besten zuerst. So, da unten ist sie schon. Zack. Hey, Leonella. What a wonderful weather. Good to see you. You probably want to know where Thais is. I don't know. There's no reason for me to lie. Hannah and Hecta must have told you everything. Thais fell in love with a mortal and made a deal with Thanatos, who promised eternal life for her beloved. Melant is the one Thais deeply cares about. If there's anyone who knows where she is, it's him. You will probably find him near Avaston Tower. Okay. Also eine richtige Schnitzeljagd, ne? Was machen wir denn da? Testen wir mal für Flavius die Vorrichtung. Also Tessas Tempel. Ja, Tessas Tempel fange ich nicht mehr in dieser Folge an. Ich weiß ja nicht, wie lange es dauert. Machen wir lieber... die Forschung für Flavius. Das dürfte relativ schnell gehen. So, als erstes können wir uns hier höchstwahrscheinlich mal beamen zu den Mechanoiden. So, also teste die Vorrichtung auf den Mechanoiden in der Ausgrabungsstätte.
Ah, testen. Ja, gut. Testen. Toll. Du hast meinen Test sabotiert, mein Freund. So, testen. I think it's afraid of you. It considers you a threat. Careful now. Don't get cocky. Wow, it exploded! You blew that hunk of junk to smithereens. This could be useful. Recording its signature. Get back! Just look at it, it's livid! All its systems are in overdrive. This one isn't a threat anymore. It thinks you're one of them. I wonder if it considers you a mechanoid, or believes it became human. So, fünfmal getestet und nun? Umprogrammierung. Deine früheren Einstellungen werden in 5 Sekunden wiederhergestellt. Na gut. Ich soll jetzt mit Flavius wieder im Forschungszentrum reden. Das machen wir mal. Ging ja doch relativ schnell hier. Also ab zurück ins Forschungszentrum. Zu blöd, dass man nicht sofort ins Forschungszentrum kann. Man muss immer so einen kleinen Umweg gehen. So, einmal rückwärts. And help Thais Temple. I'm level 22. Aha. So, Flavius, mein Guter. Fantastic work. I hope you enjoyed our little outing. It was extremely useful for me, at any rate. Ja, was konntest du finden? It's still hard to say. The program's effectiveness varies greatly. I need a little time to analyze the data. Mhm. Wofür dient diese Untersuchung denn, Flavius? My instincts are telling me we're going to need to know everything we can about the alien machine's weaknesses. No, I'm not making a prediction. I could, but I'm not. Okay, warum? There are some things I really shouldn't talk too much about. But don't worry. When the time comes, you will be the first to know. Na toll. Viel Erfolg bei deiner Untersuchung, Flavius. Behalt doch deine Infos für dich. So, Kalfgott möchte sich mit mir anfreunden. Ja, ich kenne dich leider nicht, Kalfgott. Von daher, heute nicht. Achso. So, jetzt fahre nach Thea. Nein, das werden wir nicht tun. Thea werden wir jetzt nicht besuchen. Wir werden jetzt ein Päuschen machen, genau. Wir werden jetzt ein Päuschen machen. Ich gucke mir nochmal ein bisschen die Ausrüstung an. Ändern werde ich da im Moment noch nichts. Und dann machen wir in der nächsten Folge. Wir fangen mal an mit Tessa. Genau, wir fangen mal an mit Tessa. Das finde ich gut. Jo. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.